Ein Red Bull, genutztes Kev und 1,338. Das nächste kommt Kingfin. Der toppt hier mal 31. eben. Das ist so ein verrückter Junge. 2 Sekunden, glaube ich. Ja, fast 2 Sekunden. Leunert's auch nicht so schlecht dabei. 15. knapp weg von Kingfin. Die Pole-Side könnte eine 1,315 sein. Also Jonas nicht weit weg von Kev tatsächlich. Dafür, dass das Auto doch so schlecht ist, also und auch Training auf Start und Ziel ist das keine schlechte Runde. Er wird sich relativ doch in die Mitte setzen. Habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber Leusaru, ja, der geht mal nicht easy. Richtig close. Mit 27 Tausendstellen auf ja, Provisional Pole in Q1. Das ist knapp da vorne. Ganz wenig ES. Jetzt ist es alle. Wird es, denke ich, auch mal ins Mittelfeld schieben. Ja, 9. Aber wieder unglaublich knapp. Also zwischen King. Ja, ich würde sogar. Oh mein Gott. Zwischen Formula ist ja Leon. Und Nilschmi ist. Ja, 13. Das ist nicht wirklich viel. So, Marfa ist raus. Ich weiß nicht, ob er in der Box aufgegeben hat. Ich gehe mal stark davon aus. Bedeutet. Jetzt wird es ohne Teamkollegen ausgemacht. Wenn nicht Wart, der wirklich wenig dahinter ist. Beziehungsweise davor. Genauso wie jetzt Charlie, der einbezogen wird. In Manu, aber ja, wieder auch wirklich mittendrin zwischen Wusim Bim Jim. Ja, Runde sieht nicht schlecht aus. Reicht das ja für Platz 7? Jetzt müssen wir schnell auf Wart gucken. Letzte Kurve. Ja, kein DS mehr. 100, knapp na, 60 PS. Reicht das? Ja. Ja, Leusaru holt sich hier die Provisional Pole ganz knapp vor Finn. Das ist erst das Qualifying 1, deswegen gucken wir auf die letzten 16 Fahrer. Das ist einmal Security und Kev, die raus sind mit ordentlich Abstand auf jetzt Charlie, der sich rettet in Q2 und da gehen wir jetzt nämlich hin. Bis gleich. Boah, ja, ordentliche Zeit auf den Mediums, aber ich glaube nicht, dass das so lange halten wird, wenn man sagen. Vom Leuser Leon auf 4. Lässt sich sehen. Die Runde sieht erstmal an sich nicht schlecht aus. Jetzt gut rausbeschleunigen nochmal aus der letzten Kurve. Aha, auf 6. Ja. Langsamer als Jonas, aber nur knapp. Tryhardbeast kommt jetzt. Ja, das ist doch mal was. Auf 3 und Manu auf 3. Ganz, ganz knapp. Aber leider das Mutterteam auf besseren Reifen. Vor allem Schwesterteam. Uzi muss besser als 1,33,3 fahren. Schafft er das? 1,33,3. Ja. Ah. Ja, Jan kann nochmal nachsetzen. Aber was macht Pim Jim? Jawohl, auf 6. Deswegen meint ihr, da muss unter 1,33 fahren, weil da kommen jetzt noch ein paar Leute. Vorm Abfall, Fragezeichen, 1,32. Starke Runde von Charlie. Das muss man mal sagen. So, ja. Was macht Jan? Jan auf 2 vor. Ja gut, der ist durch. Formula Racer Leon ist... Ah, er wartet. Was Jonas macht, oder was? Er kann sich nicht mehr verbessern. Jonas setzt sich auf 9 und damit haut er Formula Racer Leon raus, der gerade nicht so viel Bock hat. Und den Nilschmi am besten kuschelt und am liebsten kuschelt. Und damit aber tatsächlich beide McLaren noch in Q3. Das hätte man so nicht erwartet. Leunert's ganz am Anfang... Hier die schnellste Runde gesetzt. Jan dann spät doch auf Platz 2 geschoben und Charlie respektive 2 Zehntel nur im Williams hier in Frankreich. In Qualifying 2 raus in Formula bis Leon. Leo Saru, der weiß, was er schafft, führendste. Leider nichts geschafft mehr. YouTube Finn ist draußen, Nietzsche ist raus und wart als 5. Und wir gehen jetzt rein in die Pole Position Entscheidung. Bis gleich. Wir warten auf Charlie. Damit er uns eine Runde hier in Le Castellet mitnimmt. Und vor ihm tatsächlich ist jetzt jemand. Das müsste Leunert sein. Ich weiß nicht, wer es ist, aber da nimmt Leunert uns halt mit. So. Leunert geht noch vor Charlie vorbei und nimmt euch jetzt mit. Auf eine schnelle Runde hier in Le Castellet, Frankreich. Ersten beiden Kurven. Kann ich leider nicht aussprechen, weil es Französisch ist und ich habe leider kein Französisch, aber die nimmt da ganz gut, würde ich sagen. Gut rausbeschleunigen. Und dann geht's raus aus die Mistel Straight.
von Kurve 7 an, der ist offen, dann bis Kurve 8 in die Chicane Nord. Da fährt er jetzt nämlich rein, nach 100 bremsen. Neuer Topspeed-Wert hier im Racing Point, Sport Pizza Racing Point, genau. Ich Kurve 12, verschiedene Anfahrensweisen. Über Lollnerz fährt innen und kann früh raus beschleunigen. Kurve 13, aber vorhin ein bisschen laggy hier. Und dann Kurve 14, Luck. Da ist die Runde auch schon fast zu Ende. Die letzte Kurve kommt jetzt. Kurve 15 kann ich leider auch nicht aussprechen. Virage Depot. Ja, aber nochmal raus beschleunigen. ERF mehr. Genau, jetzt geht erstmal raus auf Start und Ziel. Eine 1:31.9 und wir warten auf Charlie, der sich nicht davor setzen kann. Aber er hat noch minimal DS jetzt für diese Gerade, aber es war auch nicht wirklich viel. Reicht das? Ja, ja. Es reicht. So, jetzt nochmal gut ERS, 4 ERS mit gehabt und das wird eine gute Runde. Setz dich auf 2 vor und das war nicht ganz unter meinem Ziel, aber er hat's gepackt. Benjamin geht auf 5 vor. Jetzt erstmal kommt Jonas, der auf ja, auf einem respektiven 5. Platz vorgeht. Jetzt kommt erstmal Twilight Beast. Kann er besser fahren als seine 1:31.6? Nein, geht nur auf 3. Nicht zu viel Zeit verliert. Letzte Kurve. Es sieht sehr, sehr gut aus. Tatsächlich ja ganz wenig ES noch. Jawohl, 1:31.3. Aber jetzt warten wir auf Nick. Packt er es. Jawohl. Kingfin holt sich wieder die Pole Position. Aber Jan auf 2. Und man muss sagen, Kingfin war behindert von Charlie. Und da sich noch die Pole zu holen, Respekt. Kingfin holt sich hier tatsächlich eine weitere Proposition, ganz, ganz knapp dahinter ist Jan. King Nick auf 3, ein Kollege von Finn, beide Ferrari sehr, sehr stark dabei. Tripes auf 4, 5 Lollnert, 6 Jonas, 7 Pim Jim, 8 Manu, 9 Musi und 10 Charlie. Und wir gehen rein ins Rennen hier in Frankreich. Bis gleich.